Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute ein Chili Hulsin Tofu machen. Tofu haben wir schon eingekauft heute. Ich habe hier so ein paar Sachen noch zusammen stehen: ein bisschen Chili, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Garlic, ein bisschen, wie heißt das Zeug, Schatz? Ingwer. Ingwer, eine Tomate. Ein bisschen Frühlingszwiebeln. Frühling könnten wir gut gebrauchen da draußen, ist ja widerlich. Ewig wird man nass. So, ich muss jetzt erstmal den Tofu ein bisschen klein schneiden und erstmal auspacken, das gute Zeug. Aber wenn ich am kleinen schneiden bin, melde ich mich mal wieder. In aller Phyllis Blue. Schatz, du kannst gleich die Kamera wieder ausmachen, weil ich muss ja erstmal den Tofu richtig trocken föhnen. Das stimmt. Nein, Quatsch beiseite. Also, der Tofu, den muss man immer schon richtig trocken tupfen, weil der ist natürlich feucht ohne Ende, ist ja auch in der Verpackung sehr nass. Also, ich habe den jetzt hier schon mal mit ein bisschen Küchencrepe trocken gemacht und jetzt werden wir den gleich in Teile schneiden. Ich muss nur mal eben den Föhn wegbringen. So durchgeschnitten habe ich ihn schon. Quer durchgeschnitten habe ich ihn jetzt auch. Und jetzt schneide ich ihn hier schön in gleichmäßige Teile. Und dann marinieren wir den gleich schön. So, für die Marinade gebrauchen wir ein bisschen Sesamöl. Teelöffel. Sojasauce. Auch einen Löffel. Auch einen Löffel und ein bisschen weißen Zucker. Das vermengen wir jetzt so ein bisschen. Super. Und dann kommt da jetzt mein Tofu rein. Dann muss man das gleich alles schön vermengen. Und dann kann das hier so ein bisschen ziehen, während ich hier meine anderen Zutaten schon mal klein schneide. Den Ginger schön mit dem Löffel einfach nur so ein bisschen runterkratzen, die Haut, weil die wichtigsten Bestandteile sind ja direkt unter der Schale. Ich glaube, das ist mir auch viel zu viel hier. Ich glaube, die Hälfte reicht völlig aus. Gleich. Den Ginger habe ich jetzt schön klein geschnitten. Das war die Hälfte von diesem Teil. Die andere Hälfte habe ich hier noch liegen. Dann halt jetzt zwei Knobizehen. Die mache ich genauso klein jetzt wie die. Eine Chili nur. Aber dafür werde ich sie heute mit Kernen verwenden. Ich glaube, das hat schon genügend Leistung. Wir wollen es ja heute nicht super hot machen. Reicht ja aus, wenn es nur so ein bisschen delikat ist. Ich mache die aber trotzdem immer verhältnismäßig klein, weil ich finde es immer ziemlich ätzend, wenn man so große Teile dann von der Chili im Mund hat, weil da brennt man sich ja halt dann doch den Mund von innen ganz gewaltig. So. Super eng, super klein. Wunderbar. So, mit dazu. Dann nehmen wir jetzt die Zwiebel, genau. Schneidest du auch fein oder? Nee, da mache ich jetzt so große Chunks draus. Einmal kurz hier die oberste Schicht ab. So, die schneide ich jetzt in so große, schöne Ringe. Stücke. Genau. Geht ja auch eigentlich eher mehr so ans Gemüse. So. Und mit dem machen wir es genauso.
glaube, ich brauche mal eine Stufe, weil dieser Tisch ist ein bisschen hoch und für meine Ergonomie nicht ganz so geil. Da drüben kann ich besser arbeiten. Aber so könnt ihr besser sehen, was ich tue. So. Die Frühlingszwiebel mache ich das gleiche Spiel mit, aber auch heute, also den Teil tue ich weg, den will ich nicht. Der ist nicht ganz so schön. Aber auch hier große Teile heute, nicht so super klein, wie ich es sonst immer mache. So. Und dann noch die Tomate hinterher. Wie schneiden wir die? Erstmal in der Mitte auf. So. So, und dann brauchen wir noch eine Soße, die wir hinterher, wenn wir fast fertig sind, dann noch dazu tun. Und dafür brauchen wir etwas Reiswein, einen Teelöffel. Ja. Schön Hoisin Sauce, gibt dem Ganzen ja auch den Namen mit. So, wunderbar. Ein bisschen Sojasauce. So, und dann tue ich wieder etwas von meiner Mungobohnenpaste da rein. Das gibt dem Ganzen dann noch ein bisschen mehr Geschmack. Nee, der Löffel geht nicht. Nehmen wir den. So, ein bisschen mehr als ein Teelöffel tun wir da noch mit rein. Das lässt sich immer ein bisschen schwierig auflösen. Dann muss man halt dann jetzt ein bisschen Geduld haben, aber das kriegen wir auch noch hin. Nebenbei können wir das ja hier schon mal wieder wegpacken, zur Seite packen. Jetzt wird das Ganze natürlich sehr dickflüssig. Dann tun wir da etwas Wasser gleich zu, damit es wieder ein bisschen dünnflüssiger wird. Und dann können wir uns das nachher so hinkochen, wie wir es gerne haben möchten. So, das sieht doch schon ganz genial aus. Super. So. So. Der Wok ist schon mal an. Öl haben wir uns jetzt ein bisschen reingetan. Das ist schön heiß. Jetzt tun wir uns den Tofu da rein und braten den mal eine Runde an. Wir nehmen aber jetzt nicht die ganze Soße damit rein, sondern wirklich nur den Tofu. Der soll jetzt schön von allen Seiten braun anbraten und dann nehmen wir den wieder raus. So, meinen Tofu habe ich jetzt schön angebraten. Der ist jetzt da schon schön in der Schüssel. Den tun wir gleich dazu wieder, aber dann zuletzt. So, ich brate mir jetzt eben schnell meine Zwiebeln an. Meine Zwiebeln werden langsam braun. Jetzt tue ich dann mal schon schnell meine Chili, den Ingwer und den Knoblauch dazu. Dass das auch noch schön mit anbrät und seinen Geschmack entfaltet. Dann kommt da jetzt noch von mir die Frühstückszwiebel rein und die Tomate. So, dann kommt jetzt der Tofu da wieder zu. Der bringt ja schon wieder etwas mit seiner Soße damit. Dann vermengen wir das Ganze nochmal ein bisschen. So. Und dann tun wir uns da jetzt schön was von unserer Soße rein. Dafür muss das mal wieder ein bisschen Hitze bekommen, damit die Soße gleich so richtig schön da drin noch aufkochen kann.
Und dann sind wir schon fast fertig, dann kann gleich angerichtet werden. Oh. Ja, mal wieder eine richtig schnelle Nummer. So, jetzt kocht unsere Soße da drin schön. Sieht richtig gut aus. Ne? Ja, finde ich auch. Richtig geil. Schön bunt mit dem Grünen und dem Rot von den Tomaten. Echt genial. So, das muss jetzt einen ganz kleinen Moment kochen. Wir holen uns schon mal Teller, um das dann gleich zu probieren. Sieht doch geil aus, oder? So, jetzt tun wir davon ein bisschen was von auf den Teller. Mmh. Ja, sieht gut aus. Eine schnelle Nummer von Frank. Ja. Klar. So, ein bisschen Tomate. So. Dann wollen wir mal schnell probieren, wie das denn so ist. Mmh. Ach, geil. Und? Und? Mmh. Klassisch, ein Bockgericht, knackig, super geil gewürzt, doch, sehr schön, kann ich sehr empfehlen. Sollte euch diese schnelle Nummer gefallen haben oder überhaupt diese Art zu kochen, da kommt bestimmt noch viel, viel mehr von uns. Abonniert uns, erzählt euren Freunden davon, erzählt eurer Oma davon, erzählt eurer ganzen Familie davon, dass es uns gibt und dass wir hier geiles Essen bringen. Ja, und dann schaltet halt das nächste Mal wieder ein. War schön, dass ihr dabei wart. Dann bis zum nächsten Mal sagen. Ciao, ciao. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.